Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Map 3.1 ohne Gräben. Wir sind fleißig am Kartoffelernten. Und was so nur mäßig viel Spaß macht gerade. Irgendwie meine normalen Helfer arbeiten gar nicht. Ja, hier ist eigentlich ein Cosplay-Helfer. Der aber irgendwie scheinbar gerade gar nicht will. Warum auch immer. Ja, da hab ich schon. Oder da hast du schon. Wie auch immer. Naja, lassen wir ihn mal machen. Was wir nämlich auch machen müssen ist. Nein, der will jetzt nicht schon wieder abtanken. Okay, das ist vielleicht dann auch tatsächlich ein bisschen wenig Abstand. Rein. Vielleicht passt das ja. Ja, die Wendemanöver sind mehr als seltsam. So. Was wir aber jetzt schon mal machen müssen, jetzt hier keiner vor retten. Was heißt machen müssen? Machen können, machen sollten. Ist schon mal das Aussehen. Die Zeit nutzen. Die Zeit nicht so verstreichen lassen. Ja, sondern einfach sagen, komm. Während die da sich streiten. Wir schon mal hier aufs Feld fahren. Wir können schon mal ein bisschen was aussehen. Das Allerschlechteste ist, ne? Hallo. Ich denn hier bitte schön. Ah, da waren wir schon. Machen wir doch Weizen. Entschuldigung. So. Kursrand. Feldrand, wo ist mein Rechner? Das ist echt nur 9,5 Meter? Nee. Das geht. Schauen. Mal
mal sehen. So. Ja, gucken wir doch mal. Wir mal eben gucken, ob das hier Auswirkungen hat mit den scharfen Ecken, die ich gesagt habe. Ich glaube, das ist keine Auswirkung. Es hat Auswirkungen, ich werde weich. Wie cool. Hallo. So. Dann Motor anmachen, ne? Läuft besser. Okay. Laufen beide. Sehr schön. Erste Ladung Kartoffeln weg. Auch schön. Hoffentlich geht das überhaupt da rein. Ins Hofsilo. Ja, so anders über. Den mal ein bisschen vom Feldrand entfernen, ne? Doch. Na, da geht's doch schon wieder gleich in die Grütze. Das sehe ich doch schon. Das sehe ich doch schon. Das ist aber doch gut. Ist der jetzt schon mal? Bisschen aussieht.
dass sie es auch nicht nur mehrisch. Den Hals heute. Entschuldigung, deshalb bin ich auch so ein bisschen redefaul. Aber es sieht ja gar nicht so schlecht aus bisher. Und noch irgendwo hier so einen alten Trecker rumstehen haben. Nicht den Klaas. Sonst denn nichts mehr hier? Jo. Und noch der Fendt. Den ja nicht gesehen. Was ich mit dem jetzt mache. So. Was ich mache, ist mir schon klar eigentlich, aber. Ich werde Ballen machen. Das andere macht gerade gar keinen Sinn. Boah. Na gut, eine Arbeit. Ja, schön. Ich sehe, dass ich da erst noch schwadern muss. Das sonst gar nicht hinkriege. So, was ich vorhabe, ist Feld 4 abzuernten, also Stroh zu machen. Weil da liegt ja noch Stroh von der Gerste. Gerstenstroh sozusagen. Und das muss ja auch weg und das kann ja schon mal nebenbei laufen. Während wir hier die Kartoffeln einfahren. Kartoffeln läuft hoffentlich auch. Ja, die kriegen alle was dazu. Ja, Kartoffeln dürfen wir dann nachher lang und schmutzig haben, sozusagen. Milchprodukte abholen und ins Lager bringen oder verkaufen oder was auch immer. Wir müssen so viel machen. Ich habe gar nicht die Zeit. So, wir können hier über die Wiese fahren. Wir können im Prinzip auch hier schon direkt drauf fahren. Mal gucken, das funktioniert sowieso nicht, was ich mir jetzt vorgestellt habe. Aber doch, der ist natürlich genial. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwelche. Wieso kann ich denn eigentlich keine Helfer mehr einstellen?
Nützt mir gar nichts. Probieren wir was anderes. Probieren wir mal. Feldarbeit. Feld 4. Breite von 13,50 Meter. Rechne, rechne, rechne. Mal gucken, ich habe jetzt gar nichts gesagt, ne? Ich lasse euch hier so völlig desinteressiert umhängen. Naja gut, hier funktioniert es nicht. Den Kuchen ist ein bisschen anders. Ihr habt gesehen, was ich gemacht habe, ne? Ich habe jetzt einfach mal als Arbeitsbreite die Breite der Mähdrescher eingegeben. Und die haben 13,50 Meter, weil ich habe hier mit AI-Vehicle-Helfern dreschen lassen, was ja mein Fehler war. Weil wenn ich zwei hätte, wäre es auch nicht besser gegangen. Ja, gut, die Kurven macht er nicht so schön. Macht er eigentlich gar nicht. Boah, Klaas Axion hat durchdrehende Reifen. Warum denn? Dem stehst du denn jetzt schon wieder im Weg? Ja, wir lassen ihn hier einfach mal machen.
liegt da das Problem? Da bin ich ja noch Wochen unterwegs. Wie dem auch sei, danke fürs Zugucken. Auch wenn ich heute ein bisschen wortkarg war. Wie gesagt, mein Hals ist trocken und tut mir ein bisschen weh. Und wir gucken mal, wie es weitergeht. Hier mit der Kartoffelernte. Die kann sich ja noch hinziehen. Wenn ich dann auch noch die 3 Felder Rüben ernten will, dann habe ich ja wochenlang zu tun. Naja, wenigstens läuft das mit dem Sehen einigermaßen. In diesem Sinne, ciao, hinterlasst mir ein Like oder einen Kommentar, abonniert mich, würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.